Moinsen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Heute ist es soweit, heute geht's mit der VT weiter. Das Bike ist auf jeden Fall schon halb zerlegt. Hier sieht man den Tank. Und jetzt werde ich erstmal den Rahmen hinten absägen. Dazu habe ich mich einfach an der letzten Schweißnaht orientiert. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. So Freunde, der Rahmen ist ab, wie man sehen kann. Ich muss hier auf jeden Fall noch meinen vernünftigen graten. Und da sieht man auch einen richtig guten Unterschied zwischen der VT und VN mit der Rahmenführung. Hier haben wir halt zwei Rohre, das ist halt nicht so einfach, einen anderen Tank zu verbauen. Und der bei der VN ist halt nur ein Rohr. Das bietet sich halt an, ne? Ja, auf jeden Fall muss jetzt als nächstes der Rahmen hier geschweißt werden, die Löcher. Und genau zwischen den Rahmen muss noch eine Strebe verschweißt werden als Stabilisator. Und Aufnahme für den Sitz. Bevor ich da aber weitermache, werde ich jetzt als erstes die Verkleidung jetzt hier vom Fender entfernen und schon mal ein Bike anpassen, damit ich halt sehen kann, wie das aussieht. Kann natürlich auch sein, dass ich später nochmal den Rahmen etwas kürzen muss. Deswegen lieber vorher die Verkleidung fertig machen und dann widme ich mich dem Rahmen zu. Ja Freunde, und genau das meinte ich. Seht ihr das? Der Rahmen guckt ein Stück raus. Deswegen muss ich den Rahmen jetzt auch nochmal anpassen, damit das vernünftig aussieht. Und dann halt weiter mit den Verkleidungen. Die werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal kürzen. Ja, jetzt geht's erstmal wieder an den Rahmen. So Freunde, der Rahmen ist ab. Das ist die Strebe, die ich gleich nochmal verschweißen werde. So auf den ersten Blick gefällt mir das auf jeden Fall schon mal gut. Mal schauen, wie die Schweißnähte werden, ne? So Freunde, es ist vollbracht. Die Löcher sind zu, die Strebe ist eingeschweißt. Die Schweißnähte werde ich euch lieber jetzt nicht zeigen. Nicht, dass mich die richtigen Schweißer hier schlagen. Aber passt. Auf jeden Fall hält alles. Ist bombenfest. Spachtel regelt dann alles. Sieht auf jeden Fall schon mal gleich ganz anders aus. Vor allem, wenn man jetzt sich das draufsetzt, denkt man, dass man schon fast auf dem Boden sitzt, weil die Kiste absolut tief ist. Und ich bin echt noch am überlegen, ob ich das Bike noch tiefer lege hinten. Da werden wir aber später nochmal schauen. Als nächstes kommt der hintere Fender. Und die werde ich dann die Tage verschrauben oder besser gesagt befestigen. Ja, und so geht es dann halt weiter. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass viele von euch bei der Abstimmung für den Oldschool-Look gestimmt haben. War ich auf jeden Fall sehr überrascht. Ich habe echt gedacht, dass viele Leute eher auf den New-School-Baba-Look stehen. Aber dann ist es halt so. Ja, Freunde, die nächste Abstimmung kommt. Seid gespannt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und viel Spaß. Ciao.